Jeder, der den Klassiker Boys in the Hood gesehen hat, kennt sein Gesicht. Lloyd Avery war auf dem besten Weg, sich eine Karriere in Hollywood aufzubauen. Doch er war sich selber im Weg. In Boys in the Hood spielte er einen Gangster und irgendwie übernahm er auch die Rolle in sein echtes Leben auf. Die Geschichte von ihm ist echt krass, also rate ich euch, bis zum Ende zu bleiben. Dann kann ich nur noch sagen, lasst ein Like da, wenn ihr Bock auf solche Stories habt, und dann starten wir in die Geschichte. Der Film Boys in the Hood wurde im Jahre 1991 released. John Singleton führte Regie und es war sein erstes Projekt, aber ein voller Erfolg. Der Film drehte sich um eine Gruppe von Freunden und deren Probleme in LA. Seien es Gangs, Rassismus, einfach das volle Paket von damals. Der Film hatte auch eine ziemlich krasse Besetzung. Es spielten Ice Cube oder auch Lawrence Fishburne mit. Einer der Bösewichte im Film war Lloyd Avery. Er spielte den Gangster, der einen der Hauptfiguren ausschaltete. Boys in the Hood wurde damals direkt zu einem Kassenschlager und erhält bis heute noch einen Legendenstatus. Ich würde euch sogar raten, den Film anzuschauen, dann wird das Video hier noch einmal interessanter. Lloyd hatte also die perfekten Voraussetzungen, um ein großer Star zu werden. Er spielte schließlich eine Rolle in einem sehr großen Film. Lloyd führte eigentlich ein ganz normales Leben davor. Er absolvierte die Highschool und danach war er mit Nebenjobs beschäftigt, wie zum Beispiel McDonald's. Er war aber immer schon von der Entertainment-Industrie begeistert und er wusste, dass er ein Schauspieler werden will. Sein Plan schien wohl aufzugehen, denn er kam ziemlich schnell an eine schwerwiegende Rolle. Er war sozusagen der Bösewicht in Boys in the Hood und er war der Verantwortliche für einen der legendärsten Filmmomente. John Singleton, der Direktor von Boys in the Hood, war wohl begeistert von der Leistung von Lloyd und so castete er ihn in seinem nächsten Film. Der Name des Films war Poetic Justice, dort spielte unter anderem Tupac mit. Aber Lloyd war anscheinend nicht dankbar für die Hilfe von Singleton. Bei der Premiere stand er einfach auf und schrie, der Film war scheiße. John Singleton sagte einmal, dass Lloyd den Charakter aus Boys in the Hood kopierte. Lloyd war wirklich auf dem besten Weg, alles wegzuschmeißen. Er rappte nun und er arbeitete an einem Filmskript. Lloyd wollte anscheinend echte Eindrücke für seinen Film sammeln, denn er zog in die Hood. Er zog nach Baldwin Village, was besser unter Jungles bekannt ist. Lloyd zog dort mit einem Freund hin und sie lebten in einem Apartment. Der Freund berichtete einmal darüber, dass Lloyd, der Mitte 20 war, nur mit jugendlichen Gangstern abhing. Diese schickten ihn auf Missionen, wo nicht klar war, ob er jemals zurückkommen wird. Die Leute aus seinem inneren Kreis berichteten öfter darüber, dass Lloyd sich immer mehr und mehr verlor. Der Tiefpunkt war wohl, als er sich das Wort Jungles über sein linkes Auge tätowierte. Seine Familie redete dauernd auf Lloyd ein und irgendwann zeigte es auch Wirkung. Er distanzierte sich von dem Platz und er wollte sich das Jungles-Tattoo entfernen lassen. Sein Ziel war es, seine Schauspielkarriere wieder auf Vordermann zu bringen. Er schaffte es dann, eine Rolle in dem Film Lockdown zu bekommen. Ein Jahr nach dieser Rolle bekam er eine weitere, und zwar in dem Film Shot. Es war anscheinend nicht schön, mit ihm am Set zu sein. Lloyd rauchte Weed neben Kindern und er war für viele Streitigkeiten verantwortlich. Er stahl sogar ein Auto vom Set. Die Vergangenheit holte ihn aber wieder ein, als er vom LAPD verhaftet wurde. Es drehte sich alles um einen Vorfall, der im Jahre 1999 stattfand. Lloyd kam wohl in seiner Zeit als Blatt in eine Streitigkeit mit zwei Personen und er schoss auf beide. Beide seiner Opfer starben bei diesem Vorfall. Der Bruder von Lloyd sprach einst über den Tag der Verhaftung. Er sagt, dass er mit Lloyd in der Garage seiner Oma saß und sie redeten. Lloyd war anscheinend die letzten Tage ziemlich seltsam drauf und er wirkte immer so, als ob er was loswerden wollte. Der Bruder wollte aber nicht wissen, um was es geht, weil er Angst davor hatte, die Wahrheit zu erfahren. Einige Zeit später hörte der Bruder, wie ein Helikopter über das Haus flog und viele Polizeisirenen. Er rannte zu Lloyd, der gerade in der Küche stand. Sie tauschten keine Worte mehr aus. Lloyd umarmte seinen Bruder und er nahm dann sein Bike und er machte sich auf die Flucht. Die Flucht dauerte nicht lange, da er ziemlich schnell gefangen wurde. Der Prozess gegen Lloyd stellte sich als schwierig heraus. Die drei Zeugen, die ihn als Schützen identifizierten, waren nicht gerade glaubwürdig. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden und die Patronen, die verwendet wurden, wurden von der Spurensicherung zerstört. Also es hätte gut möglich sein können, dass Lloyd dem Ganzen unbestraft entgehen könnte, aber das war nicht der Fall. Lloyd wurde in allen Anklagepunkten als schuldig empfunden und er würde den Rest seiner Tage hinter Gitter verbringen.
Lloyd würde seine Strafe in Pelican Bay antreten müssen, was eines der gefährlichsten Gefängnisse in ganz Amerika war. Er war zu dieser Zeit wohl vollkommen verloren. Lloyd sagte, dass es sein Ziel war, nach Pelican Bay zu kommen, nur um danach in Revision zu gehen und den Fall zu gewinnen, damit seine Rap-Texte glaubwürdiger sind. Lloyd bekam dann eine Revision in 2005, aber sein Plan ging nicht auf und nun war die Entscheidung gefällt. Ihm war bewusst, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt, aber er änderte sein Mindset von Grund auf. Er wurde wieder christlich und er stieß sein Gangster-Image ab. Lloyd machte sehr viel Arbeit im Gefängnis. Er wollte die anderen Insassen auch bekehren und so führte er zum Beispiel Gebetsrunden an und Bibelkunden. Jetzt kommt das Skurrilste der ganzen Geschichte. Lloyd war ein Christ, der seinen Glauben wiedergefunden hatte und er war in der Zelle mit einem Mann namens Kevin Roby. Kevin war ein überzeugter Satanist, also auf gut Deutsch, Gut und Böse waren in einer Zelle. Kevin war kein Mann, mit dem man in einem Raum schlafen möchte. Er war schon 17 Jahre in Pelican Bay, aber er würde nie wieder rauskommen, da er 3 lebenslängliche Strafen absitzen musste. Lloyd war aber nicht abgeschreckt von der Situation, im Gegenteil. Er war davon überzeugt, dass Gott ihn in diese Zelle steckte, damit er Kevin wieder auf die gute Seite holt, sofern das möglich ist bei einem Mörder. Aber das war der Gedankengang von Lloyd. Diese Zellengemeinschaft war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Sie hielt nicht mal eine Woche. Es war Sonntag, der 4. September. Lloyd kam gerade von einem Gottesdienst in die Zelle zurück. Als er die Zelle betrat, sah er, wie Kevin gerade ein Pentagramm anbetete. Lloyd fing dann damit an, Gebete auszusprechen. Die zwei kamen dann in eine Diskussion, die ziemlich schnell ein Faustkampf wurde. Kevin schaffte es, seinen Zellengenossen zu überrumpeln und er tötete ihn sogar dabei. Es werden ja immer Zählungen im Gefängnis gemacht und da hätte wohl direkt auffallen müssen, dass es Lloyd nicht mehr gibt. Aber bei den Zählungen wurde 2 Tage hintereinander kein Fehler entdeckt. Der leblose Körper von Lloyd wurde dann am 6. September entdeckt. Ja Freunde, damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen.